Leute, wir nehmen euch heute mit auf den einstmal gefährlichsten Weg. Kommt mit. Die Tickets sollte man hier vorher buchen. Man kann ja alleine durch. Wir haben jetzt nur noch Tickets gekriegt, die mit einer geführten Tour verbunden sind. Also wenn ihr das mal vorhabt, schaut vorher im Netz und besorgt euch eure Tickets, nicht, dass ihr dann hier steht und nicht mit rein dürft. Die lassen nämlich nur 600 Leute am Tag hier auf den Weg. Bist du schon aufgeregt? Ja, total. Nehmt euch auf jeden Fall ein bisschen Zeit für die Parkplatzsuche. Das ist nicht so richtig gut durchdacht, diese ganze Parksituation. So, wie ihr seht, ist ja absoluter Andrang und jetzt bekommen wir noch Helme ausgehändigt. Check. Funktioniert. Guided Tour in English. Der Weg wurde früher genutzt von den Mitarbeitern, die hier im Wasserkraftwerk gearbeitet haben. Das heißt, das war der tägliche Arbeitsweg. Jetzt gibt es hier große Stauseen und Staudämme. Und Touristenströme. Das scheint das Kraftwerk zu sein, wo früher die Arbeiter hingelangen wollten, über den Caminito del Rey. Auf dem Caminito del Rey gelten auch ganz besondere Regeln. Zum Beispiel ist es hier verboten, die Asche von Toten zu verstreuen, Substanzen jeglicher Art zu rauchen, zu schreien oder auch laute Musik zu spielen. Ebenso unerwünscht sind Barfußläufer. Regenschirme darf man auch nicht mit sich führen und das Tragen von High Heels ist ja auch verboten. So, hier beginnt der Weg. Wir sind ungefähr 2 Stunden auf diesem Camino und jetzt wird es richtig abenteuerlich. Das hier unten war der alte Weg, von dem sehen wir unterwegs auch immer wieder Teile. Der Caminito del Rey galt als einer der gefährlichsten Wege, weil da im Jahr 99 und 2000 4 Menschen ums Leben gekommen sind, als da nur noch rostige Eisenstangen quasi an die Felswand genagelt waren und der Weg schon gar kein richtiger Weg mehr war. Danach war das Begehen unter höchste Strafe gestellt, aber wir wären nicht richtig in der Outdoor-Szene, wenn wir nicht Leute kennen würden, die uns direkt geschrieben haben, hey Leute, geil, dass ihr auf dem Weg wart, aber wir haben den vorher noch besucht. Und deswegen haben wir jetzt auch die Gelegenheit, euch Bilder zu zeigen. Dankeschön dafür. Wie unsere Bekannten auch, haben sich viele Abenteuerlustige nicht abhalten lassen, diesen Caminito del Rey mit Kletterausrüstung zu begehen. Es gab erfahrene Kletterer, die an den ganz gefährlichen Stellen auch noch Stahlseile und Ankerpunkte angebracht haben, sodass man dann mit Klettergurt und Karabinern die Chance hatte, den alten Caminito del Rey, ja, zu bewältigen. In weiten Teilen ist dieser Weg wirklich einfach an die Steilwand genagelt in über 100 Metern Höhe. Auf der anderen Canyon-Seite sieht man auch, dass er wie fast frei schwebend sich so den Fels entlang windet. Der alte Caminito wurde 1905 fertiggestellt und bestand eigentlich nur aus Betonplatten mit Eisenstangen in der Felswand verankert. Wie die Arbeiter damals ohne die heutigen technischen Mittel diesen Weg überhaupt bauen konnten, finde ich absolut erstaunlich. Das ist schon beeindruckend tief hier. Also Höhenangst sollte man nicht haben. Es soll auch noch irgendeine krasse Hängebrücke kommen. Caminito del Rey heißt übersetzt Königspfad. Und zwar aus dem Grund, dass der damalige König dem Pfad einmal abgeschritten war, als er einen Staudamm eröffnet hat. Da hinten können wir schon die Hängebrücke erahnen, über die wir dann drüber dürfen. Der Guide hat gerade gesagt, 70% des Trinkwassers von Malaga kommen hier aus den Bergen. Der Weg wurde gebaut, um diese äußerst unzugängliche Region zur Gewinnung von Wasserkraft nutzbar zu machen. Also um Baumaterial und auch Arbeiter zu transportieren, ist erst der Caminito del Rey errichtet worden und dann konnten die Staudämme und Wasserkraftwerke hier auch ja, versorgt und bedient werden. So sorgen diese Anlagen bis heute zur Energiegewinnung, aber auch als Trinkwasserspeicher. Durch den Einfluss des Wetters und auch wegen dem weichen Sandstein ist der Weg recht schnell verfallen. Die Eisenarmierung haben sich da gelöst, die Betonplatten sind kaputt gegangen. Ja, und zum Schluss war das ein sehr abenteuerlicher Klettersteig geworden. Beeindruckende Landschaft. Hier drüben sehen wir noch, dass hier die Bahnlinie lang geht. Und hier hinten ist der höchste Berg von El Chorro, von der Region hier. Bisschen was über 1100 Meter. Sieht schon beeindruckend aus. Und über uns kreisen die Geier, die wissen schon warum. Hier haben wir einen Affenbrotbaum. Das sind die Schoten vom Affenbrotbaum. Kannst vielleicht ein bisschen hören, die Samen sind hier drin. Die schmecken sehr gut, die kann man einfach so roh essen. Sogar ein bisschen süß, ne? Ja, schmeckt wie Schokolade, ist aber kein oder wenig, ganz wenig Zucker nur drin. Kalorienarm, ja. Ja, die Guide sagte auch gerade, wenn das nachts runterfällt, ist das morgens weg, weil das die Tiere essen. Das schmeckt sehr gut. Und hier sind Samen drin. Und in jeder
Schote sind mehrere Samen und egal wie groß die sind, die haben immer das gleiche Gewicht. 0,2 Gramm. Und das wurde als Maßstab für Karat genommen. Ein Karat sind immer so viel wie das Korn. Ja, weil das immer gleich viel wiegt. Genau, egal wie groß das ist. Interessant. Mhm. Ja, zwischendrin lässt es auch mal ganz gemütlich laufen auf befestigten Wegen. Aber ich glaube, hier vorne wird es noch mal, ja, nichts für Höhenängstliche auf jeden Fall. Hinten sind noch alte Gebäude. Wurde das Dynamit gelagert, mit dem die Eisenbahnstrecke hier freigesprengt wurde. Und es ist wohl ein recht berühmter Kletterfelsen hier hinten, mit einem hohen Schwierigkeitslevel. Ja, wenn so einer vom Berg gekugelt kommt, hilft der Helm dann auch nichts mehr, ne? Jo, das Gebäude war bis in die 60er noch bewohnt, von einer Frau mit 11 Kindern. Und die hatten jeden Tag mit ihren Esel den Weg zu gehen, dem wir ab jetzt folgen. Diese alte Brücke hat damals zur Kirche geführt. Sind die hier den Hang hoch über den Berg und dann ging es in die Kapelle. Eine Stunde hin und eine Stunde zurück war man da unterwegs, aber den Weg haben die Leute hier für die Kirche gerne auf sich genommen. Der Weg führt jetzt hier in diesen alten Wasserkanal, der uns schon die ganze Zeit begleitet. Da fließt kein Wasser mehr drin. Deswegen können wir da jetzt auch durchlaufen. Ja, hier treffen sich die Kletterer und machen dann hier 100 Meter nach oben. Hat schon krass ausgespült hier hinten, ha? Wahnsinn. Wie sieht das aus? So ein bisschen komisch ist das schon, wenn gar nichts mehr unter einem ist, ne? Hier drüben sieht man noch den alten Caminito del Rey unter dem neuen. Haben die quasi einfach oben drüber gebaut. Hier ist auch ein Ammonit, der ist 200 Millionen Jahre alt. Hier war alles mal Meeresboden. Stehen wir auch schön auf einer Glasplattform. Seinen ursprünglichen abenteuerlichen Charme hat der Weg jetzt natürlich verloren. Jetzt, wo im Halbstundentakt hier 50 Menschen durchgeschleust werden. Unterwegs wird auch gut aufgepasst, dass man nicht zu lang stehen bleibt, dass es keine Staus gibt. Hat natürlich auch Sicherheitsgründe, dass nicht so viel Gewicht auf einmal, ja, auf den einzelnen Teilen des Weges liegt. Eine beeindruckende Erfahrung ist die Hängebrücke. Die ist 15 Meter lang und hängt in über 100 Metern Höhe über dem Abgrund in der Schlucht über dem reißenden Fluss. Hier geht's richtig ab. Trau dich, Asi. Alter Schwede. Es wackelt ordentlich. Wackelt ganz schön, hä? Geiles Teil, oder? Absolut krass, ey. Ein Wind hier oben. Ja, die Brücke ist so das Highlight, hä? Ja, ey. Echt Wahnsinn. Wo der Mensch halt überall so Wege baut, hä? Wir gehen noch ein Stück am Fels entlang. Ein Weg entsteht, wo man ihn geht. Rückwärts führt jetzt gleich ein Shuttlebus. Den kann man günstig nehmen. Geile Tour. Das hat sich gelohnt, hä? Absolut empfehlen, absolut geil. Sierra Nevada. 7 Stunden permanent bergauf. Kommt schon was rein? Also dieser Weg Camino del Rey, der lohnt sich auf jeden Fall. Macht das, wenn ihr mal hier seid in Andalusien. Unser Tipp für euch. Und alles Gute, ciao, bis bald, euer Rocco. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und tschüss.